Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Rhein-Main-Wirtschaft. Ja, einer der wichtigsten Handelspartner für Unternehmen aus der Region ist China. Doch auf was muss man achten? Was ist richtig, was ist falsch, wenn man zu Verhandlungen nach China und zu chinesischen Unternehmen fährt? Genau das ist Thema unserer Sendung heute. Beate von Kessel, Sie sind China-Wissenschaftlerin. Sie begleiten Delegationsreisen von Unternehmen oder von Vertretern aus der Wirtschaft in Deutschland und in China. Und Sie sind auch Dolmetscherin für Chinesisch und Deutsch. Das heißt, Sie kennen die Gesellschaft in China, Sie kennen die ganzen Sitten und Sie kennen sich auch mit der Etikette vor allem aus. Die Etikette der Chinesen ist besonders. Was ist daran besonders? Die Etikette in China ist insofern anders, als dass sie bei uns verstanden wird als Ankommen in ordentlichen Kleidern und so weiter und so fort, also Lady in Business, was in China nicht so gefragt wird. Sie kommen am Flughafen an, werden erstmal großartig empfangen, mit einem in Luxuslimousine ins Fünf-Sterne-Hotel mit Aircondition gebracht und kriegen eine perfekt sprechende Englisch-Dolmetscherin zur Verfügung gestellt. Das ist dann Schluss damit, wenn Sie im Hotel angekommen sind und Sie werden sehen, dass wenn Sie, sobald Sie das Hotel verlassen, von dem alles nichts mehr da ist. Das heißt, die Chinesen wollen erst einmal imponieren und zeigen, was sie alles können und was sie alles machen. Jetzt sind Sie im Hotel angekommen als Wirtschaftsvertreter aus Deutschland beispielsweise und sind zu einem Geschäftsessen eingeladen in China. Das ist in China wichtiger als in Deutschland. Was ist wichtig? Wie muss man sich da verhalten? Ja, das Geschäftsessen in China ist eine ganz große Wichtigkeit und hat eine große Bedeutung. Man kommt an und teilt zunächst einmal seine Visitenkarten aus, indem man sie mit beiden Händen dem Gegenüber zeigt. Und zwar nicht über den Tisch hinweg, sondern man muss sich schon die Mühe machen, aufzustehen und um den Tisch herumzulaufen. Das nächste ist, dass die Sitzordnung eine besondere ist. Der Gastgeber sitzt meistens gegenüber der Tür. Das hängt damit zusammen, dass er da alles im Blickwinkel haben will und auch die Bedienung beobachten will. Und man weiß also genau, dass das dann der Gastgeber ist. Das heißt, der finanziert das Essen. Und wenn es dann zum Gespräch kommt, dann ist es nicht so, dass der am meisten spricht, dann auch wirklich die wichtigste Person ist, sondern das sind meistens ein untergeordneter Mann, der das Wort führt. Wie sieht's aus? Kommen die Chinesen direkt zum Thema oder gibt es da erst so eine Art, ich nenne es einfach mal Vorgeplänkel in den Verhandlungen? Ja, genau, das ist ganz richtig ausgedrückt. Es ist so, dass die Nebenthemen zuerst behandelt werden und man anschließend am Schluss zu dem Hauptthema kommt. Das ist für uns Europäer auch sehr schwer nachzuvollziehen oft. Und es hängt damit auch zusammen, dass eben sehr viel Geduld angebracht ist, um mit Chinesen zu verhandeln. Diese Geduld, wie kann man der entgegentreten? Ich stelle mir das oft schwer vor, die Verhandlungen sollen nicht so lange dauern. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Ja, eigentlich nur, indem man dann immer nachhakt und fragt, wie das jetzt sei und wie das gemeint sei und so weiter. Aber was ganz gefährlich ist, ist, wenn man aus der Haut fährt und am Ende wie ein HB-Männchen umherspringt, weil die Chinesen nicht so wollen, wie man will. Dann hat man sein Gesicht verloren und dann ist die Verhandlung sofort zu Ende. Wie kann man ein Eis brechen, was vielleicht zu Beginn der Gespräche da ist zwischen der deutschen und der chinesischen Seite? Wie kann man das Vertrauen gewinnen? Ja, das ist eigentlich sehr einfach, indem man fragt nach der Familie des Geschäftspartners, zum Beispiel wie viele Kinder er hat, ob er ein Mädchen oder einen Jungen hat. Es sind ja meistens immer nur ein Kind. Und dann ist das Eis sofort gebrochen. Am besten man beherrscht noch eine chinesische Floskel, die man dann anbringen kann. Und dann sind die Chinesen überglücklich und sind bereit zu verhandeln. Jetzt die Frage, sind Chinesen gute Geschäftspartner oder sind es eher nicht? Ich würde sagen, sie sind absolut treue, loyale Geschäftspartner. Die Zeit zählt, je länger man sich kennt, umso besser ist es. Man darf natürlich keine Fehler machen, wie zum Beispiel Zahlen verkleinern oder vergrößern, denn bei den Verhandlungen wird alles mitgeschrieben. Wenn man jetzt auf einmal statt 16, 17% sagt, dann verstehen die Chinesen das überhaupt nicht und sehen es als Unverlässlichkeit ihres Gegenübers an. Aber sonst sind sie absolut treue, loyale Geschäftspartner. Vielen Dank, Frau von Kessel. Bitte sehr.
Liebe Zuschauer, das war's von Rhein-Main-Wirtschaft. Unsere Reise durch China ist beendet. Und wenn Sie diese Sendung noch einmal ansehen wollen, dann gehen Sie auf unsere Internetseite und schauen Sie in die Mediathek. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss und bleiben Sie uns treu.